Willkommen zurück zu Age of Empires. Wir sind in Italien, haben gerade begonnen, hier unsere Streitmacht aufzubauen. Und ihr. Nein, ihr seid nicht dazu gedacht, das hier zu bekehren. So, müssen uns jetzt hier erstmal gegen den Italiener behaupten. Und haben festgestellt, dass wir hier einfach durchmarschieren können. Was ist hier los? Achso. So, das hätte ich auch vor, mit meiner gesamten Kavallerie, den Teutonen, die die Mönche schützen, werde ich hier durchmarschieren, um die Mission so schnell wie möglich abzuschließen. So, die Kavallerie geht im Stoßangriff, um die ganzen Gegner, sind ja die ganzen gegnerischen Kavalleristen, die hier waren, aufs Korn zu nehmen. Und zum Beispiel auch diese Mange hier. So, genauso wie die Mange hier. Die haben hier lauter Mangen gebaut. Was sind das für Bekloppte? Lass ja meine Mönche in Ruhe. Die Mönche haben euch nichts getan. So. Somit könnten wir die Mission hier ganz einfach beenden. Hier ist ein Mönch, tötet den Mönch. So, ihr geht hier durch. Hier hat ein Mönch irgendwas bekehrt. Ich will gar nicht wissen, was. So, jetzt müssen wir nur noch die Angriffe abwehren. Das machen aber alles die Kavalleristen. Die Mönche müssen nur die Kathedrale bekehren. Mehr muss in dieser Mission nicht gemacht werden. So, machen wir die Reiter hier platt, also die Gegner können, also der Italiener kann gegen meine Einheiten nichts machen. So, die Teutonen bleiben aber trotzdem hier in der Nähe. Um die, falls Reiter kommen oder hier ebenfalls Teutonen, dass sie sie angreifen. Und die Mönche verteidigen. Wir müssen eigentlich eh bald fertig sein. Nein. Du machst hier keinen Tod. Jawohl. So ist es. Wir haben die Mission abgeschlossen. Jawohl. So einfach kann es gehen. Überredungskunst. Wir haben hier die Karte, also. Sieht schon, ist nicht relativ gut. Der größte Feind ist eigentlich schon fast der hier, weil er die Seefahrt lahm macht. Aber sobald ihr dann hier im Mailand seid, könnt von hier oben, wo ich reingegangen bin, rein. Oder wenn ihr es bis hierhin schafft, auch relativ leicht. Kann man sogar hier hinten durch. Relativ leicht durchmarschieren. Ich wollte das Spiel nicht speichern. Nein, wir wollten zum. Wir wollten hier weitergehen. Barbarossa ging mit den Mailändern nicht besonders sanft um. Als Antwort auf ein Verhandlungsangebot während der Belagerung schickte er die 6 italienischen Entsandten wieder in die Stadt zurück. 5 davon hatte er blenden lassen. Im 6. wurde nur die Nase abgeschnitten, damit er die anderen 5 noch führen konnte. Norditalien wurde grausam unterworfen und unter die kaiserliche Herrschaft gestellt. Doch Italien sollte sich nicht fügen. Wenn es etwas gab, dass die italienischen Stadtstaaten noch wütender auf ihren mächtigen Kaiser werden ließ, dann war es die Zerstörung Mailands. Ja, Barbarossa legt sich mit Italien an, aber naja. So, wir haben noch 3 Missionen vor uns. Jetzt kommt der Lombardenbund. Solange Barbarossas Ritter vor Ort waren, dauerte der Frieden. Doch der Kaiser konnte nicht überall gleichzeitig sein. Immer wenn er nach Italien zog, loderten die Flammen in Deutschland auf. Und wenn er dorthin zurückkehrte, schmiedeten die Italiener ihre Pläne. Mailand war zwar unterworfen, aber die übrigen italienischen Städte beschlossen, Barbarossa zu bekämpfen. Sie schlossen sich zu einer Vereinigung zusammen, die als Lombardbund bekannt ist. Wenn Barbarossa vorhatte, Italien zu einem Teil des Heiligen Römischen Reiches zu machen, musste er den Lombardbund Stadt für Stadt erobern. Barbarossa verfügte jedoch noch über einige Geheimwaffen. Heinrich den Löwen und seine kampfstarken Truppen.
Ja, die Mission ist jetzt auch nicht gerade schön, aber sie hat was Klassisches. So, wir müssen errichten Sie ein Wunder innerhalb der Stadtmauer von Venedig, Padua oder Verona. Also ein Wunder in einer der drei Städte. Das ist unser Ziel. Also der Hinweis sagt uns, dass wir zuerst Verteidigung bauen sollen, bevor wir ein Heer aufbauen können. Dann Unsere fangen wir mal an. Militärstellung wird von den Lombarden angegriffen. Ja. Ich werde euch meine So Ritter zu Hilfe startet schicken, unsere obwohl Mission. ich befürchte, dass es zu spät ist. Was machst du das, Heinrich? So, das ist alles. Gut. So beginnt die Mission. Wir müssen uns erstmal verpissen. Wir haben hier natürlich jetzt Möglichkeiten, hier rüber oder hier rauf Wir müssen jetzt unser Heer neu oder hier. aufstellen, bevor wir Können Italien wir jetzt hier erobern. unser Lager erobern? Hier ist unsere restliche Mannschaft. Und dann fahren wir mal hier hoch. So, was haben wir hier noch alles? Wir haben hier noch Bauern drin, Mangen drin, alles, was man so braucht. Und hier unsere vorgeschobene Basis wird ja jetzt Stück für Stück zerlegt. Allein schon, was wir an Truppen hatten, konnte uns dieser eine hier schon zerstören. Wir hatten ja kaum was. Muss uns noch acht geben, weil hier sind auch ein paar Kanonentürme. Von irgendeinem Dorf. Ich glaube, das war von Venedig. Oder von Padua. Einer von beiden war hier. Lass mein Fischerboot in Frieden. Du Sau. Kannst du nicht einfach mein Fischerboot zerstören? Wo werde ich hier nisten? Werde ich hier oder hier? Ich denke mal, wir werden uns hier eingraben. Das heißt also, wir gehen hier an Land. So, was haben wir denn alles? Das sind unsere Truppen. Das sind unsere Truppen. Das sind unsere. Da haben wir die Mangen, die wir neu bekommen haben. Na, Mangen raus. Ah, es sind schon Onaga, keine Mangen. Bürger. Ein paar Soldaten. Und Ritter. So, das ist alles, was. Ja. Mehr haben wir nicht. Mehr brauchen wir auch nicht. So, währenddessen. Ja, zerstört der eigentlich. Moment mal. Ah, schade. Wollte ich hier Bücher reinbauen, den zu beschießen vielleicht. Wäre es dann. Naja. Ich habe schon oft versucht, das hier zu gewinnen, aber es geht nicht. Das funktioniert nicht. Das ist alles Mögliche habe ich versucht, aber irgendwie haben sie mich immer wieder besiegt. So, wo bauen wir unser Dorfzentrum hin? Das will ich eher zentral in die Mitte bauen. Ist auf jeden Fall nicht von den Schiffen hier zerschossen werden. Und wir brauchen einen Hafen. Da wir Fischerboote haben, werden die uns natürlich auch behilflich sein. Die Transportschiffe brauche ich nicht mehr. Würde nur, wenn ich jetzt hier Venedig angreifen würde, aber das war nicht. Ich glaube, Padua oder Verona war am einfachsten. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer von den zwei am einfachsten war. Aber einer von beiden war. Leicht. Ich glaube Verona, weil die am wenigsten Punkte haben. Ihr sollt nicht holzen. Ich will euch erstmal sehen. Ihr macht erstmal hier die. Ach, hier haben wir noch mehr. Wir brauchen erstmal ein paar Häuser. Der Tipp sagt uns ja, wir müssen uns eingraben. Naja, wir graben uns noch. Ja, so halbwegs ein. Ja, die suchen uns, aber die haben uns eigentlich auch schon gefunden. Sind in der Imperialzeit auch schon. Das finde ich schön. Dann brauche ich da nichts mehr machen, um das zu erforschen. Baut mal die Häuser hier schneller. Muss ja was produzieren. Kann ich eine Burg bauen? Ich kann auch schon eine Burg bauen. Okay. Wenn das so ist. Wir haben hier übrigens Heinrich den Löwen. Der gar nichts gemacht hat. Die sogenannte Geheimwaffe. Naja, soll er mal machen.
Ah, er hat auch selber gesagt, dass sein Hirte zu spät wahrscheinlich da wären. Naja. Wir kennen ja Heinrich den Löwen und seine Taten. Er hat uns ja schon mal den Rücken zugekehrt. Was ist, wenn er es wieder tut? Man weiß es nicht. So, mal alles hier in Stellung bringen, mal ein bisschen Sortierung reinbringen. Könnten unsere Schiffe erweitern, aber naja, wir brauchen. Schiffe brauchen wir nicht. Ich sage ja, das ist jetzt das Wenigste, was ich jetzt hier baue. In der Mission. Wir können hier rüber, also brauchen wir keine Schiffe. Und den Rest müssen wir halt so abwehren. Ja, den einen Pal Chevalier da, den werden wir wohl schaffen. Beziehungsweise nachkommen. So, wir könnten ja Spion entwickeln, aber das ist viel zu teuer. Holen wir uns das hier. Plus 3 Reichweite ist auf jeden Fall lohnenswert. Aber wir haben keinen Stein. Egal, wir haben eine Burg. Das heißt, wir können jetzt am Anfang auch Nahrung mit den Bürgern zu sammeln. Was ist denn hier los? Na, die werden wir wohl wehren. Das sind ja nur Kriegsgaleeren. Geh mal weg. So soll das sein. Aber das bisschen, was hier ist, wird wahrscheinlich den ganzen Strom, der da unten kommt, wird nicht aufhalten. Heinrich der Löwe, er schickt uns ja einen Speer. Finde ich aber großzügig von dir. Verona schickt auch schon Speer los. Da ist wohl was im Busch. Wir brauchen mehr Bürger. Bisschen was Stein sammelt. Beziehungsweise ich will ja 10 Goldarbeiter immer haben. Und wir brauchen einen Stall und eine Kaserne. Wir haben hier Speer. Schicken wir mal die Speer raus. Was so an Einheiten auf uns lauert. Bisschen was haben wir schon gesehen. Aber ich will es mal genau wissen, wo jetzt die Städte nochmal waren. Ich glaube, hier war eine. Und hier war irgendwo eine. Hier ist der eigentlich immer noch. Ach, der arme Armbrustschütze. Den will wohl. Ach, hier haben wir es ja schon. Padua. Hier ist die Stadt schon. Innerhalb von der müssen wir ein Wunder bauen. Und das war's dann schon. Genau. Und ja, hätten wir die andere. Ah, ne, hier ist Venedig. Was ist denn das? Ah, stimmt, hier war auch Venedig. Das ist nur so ein Posten hier. Dann war Padua der einfach. Da war gleich niemand. Wollen uns gleich mal eiskalt zwei Trüböcke. Langschwertkämpfer und Ritter. Ich will das mal hier schnell machen. Haben wir also keinen Speedrun. Aber um das zu vollenden, brauchen wir auch noch hier einen Mauerplatz und Steine. Auf jeden Fall Steine. Für ein Wunder brauchen wir 1000 von fast allen Ressourcen, außer von Nahrung. Schaut, dass ich keine leichte Kavallerie bauen kann. Na, was machst du denn da? Weiß auch nicht, ob mir jetzt das Wunder, ob das genügt, wenn wir das Wunder bauen oder ob das Wunder noch die Zeit abwarten muss. Aber wenn wir es verteidigen müssen, wird es ein bisschen hektischer, aber wäre jetzt auch kein Problem. Erstmal hier Hallo in Padua sagen. Und ja, ich greife jetzt schon an. Ich habe genügend Männer. So, nur eine Stadt. Brauche jetzt hier nur ein bisschen Sicht. Um hier mal erstmal die Tür mehr weg zu klatschen. So, wir können noch ein Haus bauen, glaube ich. 75 war die Grenze. Wird es hier nicht mehr. Holzfäller geht ja mal weg. Brauchen wir mal mehr Steine.
So, was kämpft ihr da? Die wollen jetzt hier den Ribok zerstören, ist ja logisch. Aber nicht mit mir. Wir begrüßen jetzt erstmal die Türme. Na genau, mach dir die Türme hier, du machst den Turm da oben. Mangen machen das Tor. Und so einfach kann die Mission sein. Löse ich mir. Hast du ja was vergessen? Ich glaube nicht. So, dann mach mal die, das Türmchen hier kaputt. Und die Soldaten hier unten machen den. Dann finde ich die Position hier schöner, weil die Ritter meistens von hier unten kommen, um die Lagerungsgeräte zu zerstören. Und man kann ja dann wunderbar seine Truppen aufbauen. Kann auch so ein Chevalier mal nichts machen. Ja, schön, dass du meinen Armbrustschützen zerstört hast. Kommt da ein bisschen viel. Was hat er denn jetzt in der Ritter hier? Kann man nicht nur einen Einheit bauen? Oder also die standardmäßig kann nur Ritter bauen. Hm. Weiß man nicht. Ach, guck mal, was er gebaut hat. Ein Tribok. Er hat einen Tribok gebaut. Was er da wohl vorhatte. Triebböcke einpacken. Können auch ein paar Speerträgerkämpfe machen. Na, brauchen wir nicht. Kommen wir uns noch ein paar von den Selbstmordattentätern da. So. Hallo, Talua. Was bekämpft uns hier? Jetzt kommt der hier unten mit Triebböcken an. Warum machst du sowas? Mach mal das Dorfzentrum hier kalt. Wieso schickt der hier unten? Ja, ja, ich will es gar nicht. KI halt. Man kennt die, man weiß, was die KI nicht macht. Macht irgendwie immer komische Sachen, egal was Game es ist. Das ist KI. KI-Logik. Nahrung, Leute, wir brauchen Nahrung. Für das Wunder. Oh, ich sehe da. Kommen Mangen. Er kommt schon mit Mangen. Wie muss ich das Dorfzentrum eigentlich bauen? Das Wunder. Innerhalb der Stadtmauern, okay. Innerhalb der Stadtmauern. Das könnt ihr jetzt einfach hier mitten im Angriff praktisch bauen. Ah, meine Triebe gehen jetzt flöten. Einer zumindest. Mach mal hier den oberen kalt. Da könnt ihr das machen. Ja, und jetzt weg. Weg, sonst macht euch die Burg. So, jetzt machen wir uns mal Platz hier. Ein bisschen Platz machen. Um hier auch das Wunder hier errichten zu können. Wir brauchen Platz. Die Gebäude hier sind uns im Weg. So, wo sind meine Bomber? Geht mal hier rauf. Jetzt bauen die da echt noch auf. Macht es doch nicht so lang. Na komm. Ich denke mal, wir können das. Ich hoffe mal, der Platz genügt da oben für das Wunder. Können wir es schon bauen? Ne, uns fehlt. Kaufen. So, Goldsammler, ihr geht rauf, ihr seid meine Wunderbauer. Die Steinsammler werden zu Goldhauern. So, machen wir hier das Gebäude hier kalt. Oh ja. Machen ja nicht gerade viel Damage. Venedig sind Byzantiner. Ah ja. Muss man nicht verstehen. Und die Truppen, die uns hier oben von Padu angegriffen haben, waren die unsere Base unten angegriffen haben. Die steht allerdings immer noch. Das hatte ich noch nicht. Dass unsere Base nach wie vor stand.
So, jetzt bauen wir hier rotzfrech unser Wunder hin. So, den machen die Burg hier oben. Und wir bauen hier unser Wunder auf. Mehr ist es schon nicht. Hoffe ich. Das kommt mir jetzt gerade ein bisschen einfach vor. Oder? Kommt es mir jetzt auch einfach vor? Mir kommt es verdammt einfach vor. Es ist mir viel zu einfach. Für so eine Mission. Werde jetzt auch ein bisschen überziehen, obwohl. Ich beende den Part. 20 Minuten sind rum. Dann sehen wir uns gleich im nächsten Part. Bis dann. Ciao.